Servus, hier ist der Tommy von der Musikboutique. In diesem Video habe ich euch mal eine von uns gepimpte E-Gitarre mitgebracht. Die Basis der Gitarre ist an sich eine die Mavery DP600. Die erinnert so ein bisschen an Paul Schilfdach-Schmidt. Lässt sich auch ähnlich gut spielen. Die DP600 ist an sich so eine Einsteiger-Gitarre im unteren Preissegment, auch qualitativ. Oftmals ist es so, dass man zwar eine vernünftige Basis hat, aber die Bauteile einfach unglaublich billig und schlecht sind. So war es auch in dem Fall. Also die Pickups waren unglaublich kacke. Die Bünde waren auch so leicht übergestanden, waren sehr scharfkantig an den Ecken, waren auch nicht wirklich aufpoliert. Die Mechaniken haben ähnlich wenig getaugt, da konntest du also stimmen, hast gedreht, irgendwann machst du noch Kling, dann ist sie einen Halbton höher und dann wolltest du wieder runterstimmen, hat sich erstmal gar nichts getan und dann irgendwann ist sie wieder runtergerutscht. Also einfach billiger Mist, der da verbaut wurde. Aber die Basis, also die Gitarre, der Korpus und der Hals, fand ich, waren eigentlich echt cool. Also die haben sich auch gut angelangt, haben schöne Resonanz. Und da habe ich mir gedacht, es ist eigentlich wert, die Gitarre herzurichten, aufzuwerten durch vernünftige Bauteile. Also sind wir hergegangen und haben erstmal die Tonabnehmer gewechselt. Wir haben da von Tesla die Classic 60 reingebaut. Das sind so puffmäßige Humbucker, vorne am Hals und hinten am Steg. Wir haben das Griffbrett bzw. die Bünde komplett abgerichtet, haben die Bundenden abgerundet, haben die Bünde poliert, das Griffbrett mal ordentlich geölt, das war auch relativ trocken. Wir haben auch oben am Sattel nochmal nachgearbeitet, das war auch okay, aber nicht wirklich gut. Und dann haben wir, wie gesagt, noch die Klusenmechaniken statt den ursprünglichen draufgebaut. Die funktionieren dann nämlich auch. Außerdem haben wir noch die Elektrik gewechselt, weil das war auch einfach ganz, ganz billiger Mist gewesen. Und jetzt haben wir eine Gitarre, die wirklich amtlich ist. So im mittleren Preissegment, bei 500 Euro würde die jetzt liegen. Wir haben einen dreiteiligen Body aus Okume, eine Flame Maple Decke, also die ist auch nicht nur ein Fotofinish, sondern das ist wirklich Ahorn, richtig dicke Decke auch, dadurch hat es auch ein ganz schönes Gewicht, also liegt bei fast 4 Kilo. Wir haben ein Blackwood Griffbrett mit Trapez-Inlays. Wie gesagt, die Mechaniken sind jetzt von Cluson und eine Wraparound-Bridge ist drauf. Master Volume, Master Tone. Die Tesla Pickups sind prinzipiell splitbar. Wir haben die jetzt aber einfach ganz normal auf Humbucker gelassen. Könnte man aber auch hergehen und sagen, okay, ich baue mir da noch zwei Push-Pull-Poddies rein. Dann hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wie sie klingt. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie sie clean klingt. Blend euch dann immer ein, welcher Pickup gerade aktiv ist. Und danach machen wir das Ganze dann nochmal im verzerrten Modus. Thank you.
Also ich muss sagen, mir macht es ja Spaß, aus vermeintlich billig getan was Vernünftiges draus zu schaffen. Und finde es immer wieder erstaunlich, was man doch mit ein paar guten Zutaten aus einem, ja, nicht ganz so tollen Instrument dann im Endeffekt rausholen kann, ohne da jetzt wahnsinnig viel Geld zu investieren. Und dann hat man einfach für 500 Euro eine coole Klampfe, die bei Gitarren, die es doppelte Kosten mithalten können. Es steht halt nichts hier oben drauf, also außer steht da DI, Die, Lady Die, die Lady Die Gitarre, Die Kellogg's Family, wie auch immer. Wie gesagt, ich kann es euch ans Herz legen, wenn ihr irgendwie eine billige Klampfe habt, die sich aber an sich gut spielen lässt, haut die nicht gleich weg und kauft euch eine neue, sondern schaut mal, was man verbessern kann, probiert auch ein bisschen aus und dann kann man da wirklich aus einer Billigklampfe wirklich was Vernünftiges rausholen. Dann danke fürs Zuschauen, bleibt gesund, lasst euch impfen, bis demnächst. Sassen.